Wie bitte? Habt ihr das mitgekriegt? Ich glaube, ich höre nicht richtig. Dieser hinterhältige Rakash belügt sein Volk. Er weigert sich doch, mit Ashgabat zu reden, nicht umgekehrt. Das ist wirklich alles sehr seltsam. Vielleicht bereiten sie den Angriff heimlich vor. Unser König war immer für den Frieden. Er würde nie einen Krieg herbeiführen. Chris wird uns helfen. Er muss sich endlich gegen Rakash durchsetzen. Er ist unsere große Hoffnung, dass Elskana und Crystallia in Frieden miteinander leben. Ihr habt mich rufen lassen, Ashkaba? Allerdings, das habe ich, Elma. Die Wachen haben auf ihrer Patrouille gesehen, dass deine Tochter Sheila die Mauer überquert hat. Und jetzt ist sie bei den Crystalliern. Aber das ist bestimmt ein Irrtum. Sie würde nicht... Und das ist nicht ihr erster Versuch. Sie strapaziert meine Gutmütigkeit, doch meine Geduld hat Grenzen. Das Überqueren der Mauer könnte zu einem Krieg führen. Das kann ich nicht dulden. Sag mal, kennst du eigentlich einen blonden Jungen, der mit einem Schneefuchs unterwegs ist? Er hat magische Kräfte und ist offenbar ein Komplize von Sheila. Nein, den habe ich nie gesehen. Ich kenne keinen Jungen, mein König, das schwöre ich. Hör auf zu schwören und sag, was du weißt. Ashkaba, Sheila ist jung und sie hat sich in einen Crystallia verliebt. Ich denke, sie wollte zu ihm. Wegen einer dummen Schwärmerei bringt sie uns alle in Gefahr. Bitte seid nachsichtig. Meine Tochter ist alles, was ich habe. Geh jetzt wieder an deine Arbeit, Elma. Eine Ashkanerin verliebt sich in einen Kristall, ja? Nicht doch, nicht doch, König Ashkabar. Wer wird denn gleich Schwäche zeigen? Aber wenn diese neugierige Sheila auf der anderen Seite rumstöbert, könnte alles auffliegen. Glaubst du? Du wirst dich doch nicht von einem neugierigen Kind aus der Ruhe bringen lassen und deine Herrschaft aufs Spiel setzen. Du kannst doch sie und ihre neuen Freunde einfach einsperren lassen. Ich kenne diesen blonden Jungen. Er ist besessen davon, alle Feinde miteinander zu versöhnen. Ich wette, er hat den Plan, dass Rakash mit dir reden soll. Dieses Kind will die Welt verbessern? Da wird er sich noch wundern. Das klingt schon besser. Ganz der einzigartige alte Ashgabar. Nicht schlecht, das ist ja mein Iglu. Das ist Chris' Palast. Ich hoffe, er hat mich nicht schon vergessen. Warte, pass auf, die Wachen am Eingang könnten uns sehen. Ja, sie beschützen den künftigen König. Bis zum großen Seitenwechsel darf Chris seinen Palast nicht verlassen. Wir haben ein geheimes Zeichen verabredet. Unser Zeichen. Sheila? Kommt mit. Bevor die Mauer so hoch war, bin ich rübergeklettert. Chris und ich haben uns dann hier getroffen. Ich hoffe, er hat mein Zeichen auch gehört. Wachen! Ah, hier weht ja ein ziemlich eisiger Wind. Wachen, es sind Eindringlinge hier. Findet sie und sperrt sie ein. Ja, Rakash, wir kümmern uns darum. Sheila! Sheila! Chris! Hey, das tut mir weh! Keine Bewegung, du Eisspionin! Lass sie los! Sie ist nicht gefährlich! Sie ist eine Ashkanerin! Sie hat hier nichts zu suchen! Rakash hat befohlen, sie einzusperren! Nein! Warte! Sheila! Ein Befehl von Rakash? Das werden wir ja sehen.